Ja, ganz herzlichen Dank. Auch ganz herzlichen Dank für die Einladung. Das finde ich tatsächlich besonders spannend, weil ich ja in letzter Zeit so ein bisschen ein Doppelleben führe zwischen Berlin und hier in Krems. Und das wirklich für mich einfach interessant ist, manche Entwicklungen zu verfolgen und zu schauen, wie funktioniert es dort, wie funktioniert es hier. Und vieles funktioniert hier ziemlich gut. Das, so diese regionale Erreichbarkeit, die hat viele, viele, viele Vorteile. Und dass die Zusammenschlüsse einfach auch an vielen Stellen mit vielen persönlichen Kontakten, glaube ich, möglich sind. Das empfinde ich hier jedenfalls als sehr viel besser für die Hilfelandschaft, als ich das in Deutschland erlebe. Ich bin eingeladen worden, um mich nochmal der Gruppe zuzuwenden, auf die wir uns bei den frühen Hilfen ja nicht ausschließlich konzentrieren sollten. Auch das ist auch meine These, aber die wir natürlich dabei auch nicht vergessen sollten, nämlich diejenigen, wo es tatsächlich um schwere Beeinträchtigungen und traumatische Zusammenhänge, um viele, viele Schwierigkeiten geht und wie man das trotzdem versuchen kann, eben über dieses Konzept von Resilienz besser zu verstehen und eben auch positiv zu wenden. Ich will anfangen mit einer Geschichte, die, glaube ich, einige kennen, aber einige doch vielleicht auch noch nicht, dass es vor ungefähr 1000 Jahren ein ziemlich schreckliches Experiment gab von Friedrich II., der 30 Kinder hat auf eine Art und Weise betreuen lassen, die man auch nicht mehr betreuen nennen kann, sondern sie haben einfach nur versucht, die Grundbedürfnisse zu erfüllen, ohne Berührung, ohne Zuwendung, ohne irgendeinen menschlichen Kontakt, und diese 30 Kinder alle ausnahmslos gestorben sind. Ich denke, das sollte uns immer als ein ja, schreckliches Aushängeschild sozusagen drohend irgendwie in Erinnerung bleiben und dass sozusagen Bindung, Beziehung, Zuwendung eine total existenzielle Aufgabe für uns ist, in der Kindererziehung, aber eben natürlich auch in der Art und Weise, wie wir professionell mit Menschen umgehen. Ich habe das Referat gegliedert, erstmal kurz in Ausgangspunkt, dann würde ich nochmal gerne ein paar Grundbegriffe zu Trauma loswerden an Sie, würde dann zum Thema Resilienz übergehen und würde dann im Ausblick noch ein paar Schlüsse ziehen für das Thema frühe Hilfen, und ich fände es sehr schön, wenn wir dann auch in eine Diskussion nochmal übergehen, wo wir das Ganze auch nochmal kritisch beleuchten, Sie vielleicht auch sagen, nein, das ist bei uns ganz anders oder wie auch immer. Ja, der Ausgangspunkt. Es gibt ja eine Veränderung im Jugendhilfesektor, und soweit ich das bisher hier verstanden habe, ist es hier nicht anders als in Deutschland. Wie gesagt, Sie können da auch gerne jederzeit nochmal kritisch zur Stellung nehmen. Trotz einer eindeutig rückläufigen demografischen Entwicklung steigt an vielen Stellen der Hilfebedarf, und zwar in Bezug auf die Intensität ganz besonders. Wir können besonders in stationären Einrichtungen beobachten, dass es da eben mit den psychischen Störungen sozusagen sehr bergauf gegangen ist. Es hat sicher auch was damit zu tun, dass wir heute viele Dinge besser beobachten, besser messen, besser feststellen können, dass wir halt auch andere Ansprüche an Jugendhilfe haben. Aber es gibt tatsächlich auch eine Konzentration von bestimmten Problematiken. Das heißt nämlich auch keineswegs, möchte ich nicht verwechselt wissen, dass es uns prinzipiell hier in Deutschland oder Österreich den Jugendlichen oder Kindern schlechter geht als früher. Ich komme da gleich nochmal drauf zurück. Das ist ein großes Missverständnis, was dadurch gezogen wird. Es gibt eine bestimmte Gruppe, mit der wir es da zu tun haben. Wir können auch sehen, dass die Hilfebedarfe mit dem Jugendalter sprunghaft ansteigen. Das heißt, wir haben offenbar bestimmte Präventionschancen verpasst. Das ist ja auch was, was wir heute hier besprechen. Und etwas, wo ich eigentlich gehofft habe, dass es hier in Österreich viel besser ist, aber im Kinder- und Jugendlichenpsychiatriebereich ist es doch nicht wirklich besser, dass die Versorgung von komplex beeinträchtigten Kindern und Jugendlichen offenbar auch hier stark außerhalb der Richtlinienpsychotherapie stattfindet. Das heißt, es nicht so leicht ist, Therapieplätze zu bekommen. Das ist in Deutschland eklatant, aber ich habe eben kennenlernen müssen, dass es hier im Kinderbereich auch so ist. Ich glaube, im Erwachsenenbereich ist es ein bisschen anders, aber gerade der Kinderbereich hat da wohl noch Nachholbedarf. Nochmal als Beispiel, wenn wir in stationären Einrichtungen Untersuchungen machen, auch da würde ich jetzt mal nicht vermuten, dass es hier grundlegend anders ist, dann ist es so, dass immerhin noch 40% noch keine Diagnose haben, aber es gibt sozusagen einen Teil, der hat sogar 3 oder mehr Diagnosen. Das heißt, es geht wirklich um Multiproblemlagen. Von der Traumatisierung her ist es so, dass 80% Traumaerfahrung haben und 60% mehrfach. Also das heißt, es ist auch ein unheimlich hoher Anteil, weil man dann genau gucken muss, was das genau beinhaltet. Wenn wir Daten und Fakten zusammensuchen zu großen Untersuchungen,
WHO-Gesundheitssurvey oder KICS-Studie in Deutschland, die UNICEF-Studie und HWSC, die auch hier gemacht werden, kommen die eigentlich alle zu ganz ähnlichen Ergebnissen. Das wurde heute Morgen schon angesprochen, darauf möchte ich nochmal Bezug nehmen jetzt. Das haben Sie ja schon schön im Aufriss auch gesagt. Nämlich eine ganz wichtige Geschichte, die jetzt nochmal auf diese Gruppe Bezug nimmt, der es heute so schlecht geht. Wenn wir weltweit Länder vergleichen und in diesen Ländern uns anschauen, wie gesund oder krank Menschen sind und wann sie ungefähr sterben, dann gibt es ja unterschiedliche Todesraten. Also die Mortalitätsrate kann eben früher angesetzt sein oder die Menschen sterben später, die Leute können kränker sein oder gesünder sein. Das würde man erwarten, umso ärmer ein Land, umso kränker die Bevölkerung. Das ist ja völlig nachvollziehbar. Ja, da fehlt es eben an wichtigen Dingen und so weiter. Dem ist aber nicht nur so. Also natürlich, wenn ein Land unter dem Existenzminimum ist, dann ist es klar. Aber der viel größere, bedeutsamere Faktor heutzutage bei der Weltgesundheitsbeobachtung ist, dass umso größer der Unterschied zwischen arm und reich ist. Also der Unterschied macht sozusagen das Krankheitsverhältnis aus. Sie sehen da oben USA, ganz oben, also definitiv sozusagen ein sehr reiches Land, aber eben auch das Land mit der größten Unterschiedlichkeit zwischen arm und reich, der größten Ungerechtigkeit, wenn Sie so möchten. Und siehe da, der Krankheitszustand ist worse, also sehr, sehr schlecht. Die Mortalitätsrate ist sehr, sehr hoch, während andere Länder wie Japan, wie Skandinavien, na, Deutschland und Österreich machen da auch nicht so wirklich, aber immerhin im ersten Drittel, ja, haben sozusagen absolut gesehen einen kleineren Reichtum, sind ärmer und trotzdem haben sie weniger Ungleichheit. Das heißt, sich selber permanent in seinem Leben im Gegensatz zu anderen als ärmer, als weniger Ressourcen ausgestattet, als mit schlechteren Chancen ausgestattet, als mit schwierigeren Lebensbedingungen behaftet, zu erleben, macht krank. Das ist natürlich sehr, sehr bedeutsam, weil es für unser Krankheitskonzept eine Menge ausmacht. Und dann sieht man eben, wie schwierig es ist, auch wenn es völlig verständlich ist, dass jede Behörde und jeder Bereich versucht, auch Grenzen zu definieren, dass es natürlich total ineinander greift alles. Ja, weil wenn Ungleichheit krank macht, dann sind natürlich Gesundheit und Soziales nicht wirklich sehr gut auseinanderzuhalten. Das ist zumindest sehr schwierig. Ein anderes Beispiel, wo man das gut sehen kann, in umgekehrter Reihenfolge, ist die sogenannte ACE-Studie, Adverse Child Experiences-Studie von Felitti und anderen, x-mal jetzt schon repliziert mit riesengroßen Kohorten, also da gibt es, glaube ich, statistisch nichts mehr dran auszusetzen, wo man sehen kann, dass frühe traumatische oder belastende Ereignisse zu natürlich emotionalen, kognitiven und sozialen Beeinträchtigungen führt, dann sozusagen es zu Verhaltensänderungen kommt, aber auch zu Unterbringung, zu Fremdunterbringung und Adoption und so weiter, dann zu manifesten körperlichen, psychischen und geistigen Beeinträchtigungen und schließlich auch hier zu einer früheren Todesrate. Das heißt, frühes Trauma macht tatsächlich krank auf mehreren Ebenen. Wie viele Ebenen das sind, können Sie sich hier nochmal anschauen. Das sind die Bereiche, die alle eine höhere Krankheitsrate ergeben haben als bei nicht traumatisierten oder nicht beeinträchtigten Kindern und Jugendlichen. Das heißt natürlich nicht, sexueller Missbrauch macht einen Leberschaden, sondern das heißt, sexuelle Gewalt erhöht auch diese Wahrscheinlichkeit, an einer Leberkrankheit zu erkranken. Das finde ich schon ein ziemlich hartes Fakt und ein ziemlich beeindruckendes Fakt. Das ist ja lange abgestritten worden. Ja, das wird dann alles darauf zurückbezogen und so weiter. Das kann ja auch sein, dass es in einem Fall nicht der Fall ist, aber man sieht, dass sozusagen alle diese Dinge praktisch in harter Statistik sich erwiesen haben, mit einer höheren Wahrscheinlichkeit aufzutreten, als wenn man eben keine frühe Traumatisierung hat. Das heißt natürlich auch, dass frühe Beeinträchtigung, frühes Trauma letztlich sozial verwahrlost häufig, weil man eben durch Krankheit, durch Missstände, durch wenig Ressourcenausstattung und so weiter eben auch häufig dann in Armut, in Obdachlosigkeit und so weiter gerät. Das heißt, diese soziale Ungleichheit und frühes Trauma, da ist eben starke Relation. Dazu finde ich noch wichtig, dass wir uns heute klar machen, dass wir einfach doch in einer anderen Welt leben, auch hier, um Gottes Willen, keine schlechtere Welt als vor 40, 50, 60 Jahren. Wenn wir uns irgendwie die Nachkriegszeit oder gar den Nationalsozialismus vor Augen halten, dann dürfte uns klar sein, dass wir in ziemlich guten Bedingungen hier uns befinden. Aber
Die Welt hat sich sehr verändert. Es gibt sehr viel weniger klare Maßstäbe. Es gibt sehr viel weniger Regularien, die eine Biografie in bestimmten Bahnen verlaufen lassen. Ich finde das wunderbar. Wir können uns frei entwickeln. Unsere Kinder können sich frei entwickeln. Aber es bedeutet es für Menschen, die ganz wenige Ressourcen haben, die sehr arm sind, die diese ganzen Möglichkeiten, mein Kind kann ein Jahr nach Amerika und sonst was in der Schule, gar nicht wahrnehmen können, die das alles immer nur bei anderen sehen, die ganze Zeit sich dadurch degradiert, erniedrigt und stigmatisiert fühlen, die haben natürlich ganz andere Bedingungen. Und die scheitern sozusagen hier. Und für die braucht es, so Heiner Keub, professionelle psychosoziale Zufluchtsorte, das finde ich eine schöne Begrifflichkeit, damit wir sie sozusagen auffangen, wenn wir uns schon diesen Luxus gönnen, auf Kosten von anderen, muss man ja auch ganz klar sehen an vielen Stellen, dieses Leben zu leben, dann ist es zumindest notwendig, auf dieser Ebene Unterstützung zu leisten. Das so als Hintergrund, weil das ist ein wichtiger Hintergrund, finde ich, für die frühen Hilfen. Was versucht man überhaupt auszugleichen? Warum dieses Angebot? Warum wird da vielleicht auch sollte man da vielleicht auch wirklich richtig viel investieren? Was ist nun mit dem Trauma? Da möchte ich erstmal noch mal kurz eine Begrifflichkeit schärfen, weil ich finde es zwar sehr begrüßenswert, dass Trauma heute wirklich ein Begriff geworden ist, der auch in den Medien und überall einfach dieses Thema, diese Problematik viel bekannter gemacht hat. Ich denke, es wäre noch vor 5 bis 10 Jahren fast nicht möglich gewesen, über Bundeswehrsoldaten ihre Traumatisierung in der Presse zu berichten. Es hat sich sehr verändert und das begrüße ich sehr, dass die Stigmatisierung geringer geworden ist. Aber dadurch hat sich der Begriff auch so ein bisschen verwaschen. Und das ist auch, finde ich, nicht so gut für diejenigen, die wirklich von einer schweren, komplexen Traumatisierung betroffen sind. Also Trauma ist nicht, wenn ich den Bus verpasst habe, sondern Trauma ist sozusagen, wenn wirklich etwas auftrifft, was so schrecklich, so weit von dem weg ist, was ich mir vorstellen kann, so lebensbedrohlich, mich so ohnmächtig macht, dass ich überhaupt keine Strategie in dem Moment zur Verfügung habe, mit der ich diesem Ereignis begegnen kann. Man spricht von einem vitalen Diskrepanzerlebnis. Es gibt keine Möglichkeit, das auszugleichen. Das finde ich ganz wichtig. Nur dann nämlich kommt es wirklich auch zu einer neurophysiologischen starken Veränderung. Das ist natürlich ein fließender Übergang, das ist ganz klar, aber nur dann ist diese Veränderung so gravierend, dass sie uns eben auch in diese ganzen Probleme nach der Traumatisierung bringt. Ich muss Ihnen nicht sagen, wie abhängig sozusagen eine Traumatisierung ist von der Traumaart, das wird jeder einsehen, von den Umständen drumherum, da komme ich noch genauer drauf, spielen natürlich wieder soziale Faktoren eine ganz große Rolle. Auch vom Entwicklungsstand wird jedem einleuchten, dass für einen Säugling die Abwesenheit der Bezugsperson für 1 oder 2 Stunden lebensbedrohlich wirken kann, während es für einen Pubertären vielleicht die absolute Erlösung ist. Also das ist sozusagen ganz unterschiedlich gelagert. Ja. Und gut, und alle anderen Schutz- und Risikofaktoren, da komme ich später noch drauf. Wichtig ist, Trauma ist evolutiv und neurobiologisch im Körper verankert. Das finde ich wichtig, weil damit müssen wir uns beschäftigen, wenn wir uns mit frühen Hilfen beschäftigen, wie stark wir sozusagen diese neurophysiologische und, finde ich, körperlich zu betrachtende Veränderung tatsächlich zulassen wollen oder inwiefern wir entgegenarbeiten können. Wir können eben umso früher, umso besser noch entgegenarbeiten. Der Bereich, der uns eben bei diesen Risikogruppen, bei den frühen Hilfen beschäftigt, sind sehr komplexe Trauma-Atmosphären. Das ist der Bereich, von dem ich nicht gerne hätte, dass wir ihn übersehen. Und er wird erstaunlich häufig übersehen, weil er ja auch so geschlossene Systeme nach außen produziert und man da einfach ganz schlecht rankommt. Was passiert, wenn sozusagen Kinder wieder und wieder und wieder nicht ausreichend versorgt werden, was einer Traumatisierung gleichkommt, in diesem Alter, in diesem frühen Alter oder eben sogar aktiv geschlagen oder traumatisiert werden? Ich will das einfach nochmal versuchen, neurophysiologisch trotzdem etwas dilettantisch, weil ich bin ja auch keine Neurophysiologin, keine Medizinerin, aber erstmal so die grundlegenden Aspekte nochmal zu erläutern. Ich lasse mich gerne aus dem Kreis auch ergänzen von eventuellen Neurophysiologen oder Medizinerinnen, wie auch immer. Wichtig ist sozusagen einfach nur 2 Teile, denke ich, im Gehirn besser zu verstehen, nämlich die sogenannte Mandelkernregion oder Amygdala-Region, das limbische System. Hier im Zentrum sozusagen des Gehirns ist entwicklungsgeschichtlich relativ gesehen etwas älter. Das heißt, wir teilen das mit vielen, vielen Säugetieren. Wenn jetzt hier in diesem Raum die Decke sich nach unten senkt,
was gar nicht so unwahrscheinlich ist, weil ich das gerade vor kurzem an unserer Hochschule in Berlin erlebt habe. Ich möchte nicht Ihnen wünschen, dass ich auch das nach Österreich exportiere, aber es war so, und also Sie glauben gar nicht, wie schnell man rennt, ja, ohne dass man sich Gedanken macht, was ist mit dieser Decke los, was hat sich der Konstrukteur dabei gedacht, wie spielen die Materialien da zusammen und so weiter. Das sind unsere evolutiv angeborenen Mechanismen. Es gibt drei davon, nämlich Fight, Flight und Freeze. Nur es würde Ihnen wahrscheinlich nicht so sehr einfallen, gegen die Decke zu kämpfen. Das würde auch nicht so viel nützen. Es könnte Ihnen aber einfallen, oder es könnte, was heißt einfallen? Es könnte passieren, dass Sie erstarren, wenn Sie merken, dass Sie tatsächlich nicht mehr fliehen können. Das Erstarren ist ziemlich das Ungesündeste, was Ihnen passieren kann. Und das Erstarren ist das, was häufig eben bei Gewaltverhältnissen passiert. Es gibt einen anderen Bereich, das ist dieser präfrontale Kortex, also hier im Vorderhirn, ist eigentlich das Einzige, was uns einigermaßen maßgeblich von Tieren unterscheidet. Von den Affen ist die Unterscheidung gar nicht mehr so ganz klar, aber zumindest ist sozusagen das der Bereich, der sich am meisten bei uns weiterentwickelt hat. Und dafür, dass wir den entwickeln können, brauchen wir ganz, ganz dringend diesen allerwichtigsten Schutzfaktor, nämlich sogenannte emotionale korrektive Erfahrungen, Bindung, Sicherheit, Beziehung. Man kann das ganz, ganz einfach erklären. Wenn sozusagen irgendetwas Ungewöhnliches passiert, dann ist, kann sich das auch so einer Spielplatzwippe vorstellen, das Bindungssystem, also wenn es jetzt das Bindungssystem wäre und Gewicht hieße, viel Bindung ist da, dann ist nichts da, ja, keine Sicherheit da. Ich habe Not sozusagen als Säugling, ist auch schon existenzielle Not, ganz, ganz schnell. Und da ist nichts, das heißt, ich kann nicht explorieren. Erst wenn die Sicherheit hergestellt ist, ja, wenn emotional korrigiert wird, wenn ich wieder zur Ruhe kommen kann, wenn ich mich sicher fühle, wenn ich aufgehoben bin, dann kann die Exploration hochgehen, dann kann ich was Neues erforschen. Das ist ein ganz wichtiges Prinzip, Wippe des Lebens kann man auch dazu sagen. Nur sozusagen über diese Möglichkeit kann ich dann hier im Vorderhirn sozusagen differenziert was erkennen, denken, fühlen, lernen und so weiter. Nochmal ein ganz einfaches Beispiel, man spricht von Mentalisierungsprozessen. Kind fällt hin und schreit, ist völlig außer sich, noch sehr klein, hat wirklich nicht damit gerechnet, dass dieser Stein irgendwie eventuell da bleiben könnte, wenn es dem entgegenfällt, ja. Schreit ganz laut und die Bezugsperson sagt, oh, du armes, armes Kind, das hat weh getan, das ist Schmerz, das tut weh, der böse, böse Stein, komm mal her, ich puste, pustet, jetzt wird es schon wieder besser. Ja? Das Kind lernt in dem Moment, das, was da mich total in Aufruhr bringt und ganz, ganz eklig ist, was ich auch gar nicht greifen kann, und das, so ist das bei schwer Traumatisierten auch später, die können das in dem Moment überhaupt nicht erfassen, nicht greifen, das ist völlig außer sich, ja? Das ist Schmerz. Was benennen können, heißt auch, was kontrollieren können, regulieren können und verändern können. Genau das zeigt die Bezugsperson ja auch an. Ne? Sie sagt dann, jetzt komm her, wir pusten, jetzt wird es besser. Muss natürlich der Schmerz auch wirklich besser werden. Wenn es nicht besser wird, ist es nicht so günstig. Muss schon dann feinfühlig auch abgestimmt sein auf den Prozess. Das heißt, die Bezugsperson mentalisiert, was diesem Kind passiert. Und darüber lernt das Kind, was das ist. Und lernt diese Situation auch regulieren. Man spricht von ersten Schemata, kognitiven Schemata, die sich bilden. Und so kann man sich vorstellen, von Szene zu Szene zu Szene zu Szene entwickelt dieses Kind kognitive Schemata und mentalisiert immer mehr seine Umgebung. Und dann entwickelt es hier im Vorderhirnbereich, im präfrontalen Kortex, Verschaltungen. Umso mehr ich da lerne, exploriere, was ich ja nur kann, wenn ich genug Bindung habe, umso mehr kann ich in Zukunft irgendwas, was mich hier beängstigt, auch schon selber mit Vernunft, wenn man so möchte, in den Griff kriegen. Umso weniger ich aber hier zur Verfügung habe, umso mehr beängstigt mich natürlich hier. Das kann man heute schön zeigen, indem man schwer traumatisierten Kindern und Jugendlichen und nicht so, also es gibt ja nicht kein Trauma, ja, aber nicht so stark beeinträchtigten oder einfach dadurch gestärkten Kindern, weil es macht ja auch stark, was zu überwinden, aber ich kann natürlich nichts überwinden, was zu stark ist, also gut gefestigten Kindern Bilder zeige, nämlich ganz, ganz schlimme Bilder, also von Gewalttaten, Bilder, die so, mal so sind und Bilder, die eindeutig einfach nur was Positives enthalten. Die ersten Bilder, kann bei den Traumatisierten auch was auftreten, aber in der Regel erleben die beide ähnlich.
Die Bilder mit den Gewalttaten, ist klar, überall schlägt da die Amygdala an. Also alle haben Gehirnaktivität hier. Aber die Bilder, die pari-pari sind, da haben diejenigen, die traumatisiert sind, ganz viele Ausschläge hier im Amygdala-Bereich. Das heißt, die werden getriggert, sagt man, von irgendetwas. Und die, die gute Erfahrungen gemacht haben, nicht. Das heißt, wenn ich hier ganz viel Verschaltungen legen musste, weil ich mehr und mehr traumatisiert, stell dir vor, dieses Kind stößt dich an und die Mutter ist völlig überfordert und sagt, oh du schon wieder, du hast mich heute schon so fertig gemacht, lass mich in Ruhe. Ja, dann keine Chance, ja, so eine Schleife zu bilden, sondern im Gegenteil, es wird sozusagen noch negativ verstärkt, das Kind wird in Zukunft wahrscheinlich eher schweigen oder was immer tun, um was zu vermeiden, aber ganz bestimmt hat es nicht gelernt, wie es mit der Situation umgeht. Das heißt, es entstehen immer mehr Vermeidungsmechanismen oder auch sogar dissoziative Geschichten, Erstarrungen, eben Freezing, immer mehr Verschaltungen hier. Das heißt, ein neuer Reiz, der reinkommt, wird sich sehr stark auch hier drin verfangen und sehr schnell im Gegensatz zu anderen Kindern. Das wiederum kann dann als Bezugsperson wirklich wahnsinnig machen, wenn bei jeder kleinen Situation sofort dieses Kind absolut austickt. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, woran es eigentlich liegt. Das heißt, die überforderte Mutter wird noch mehr überfordert und so schaukelt sich das eben ganz arg hoch. Ich weiß nicht, vielleicht ist es manchen zu banal, aber ich finde es einfach ein total nettes Bild. Deswegen wollte ich Ihnen einfach einen kurzen Filmausschnitt zeigen, wie man sich das so ein bisschen vorstellen kann, wie das Gehirn gebahnt wird und dann eben auch in dieser Bahnung funktioniert. Es gibt da einen ganz netten, etwas platten, aber trotzdem netten Film, der das, finde ich, ganz schön zum Ausdruck bringt. Das kann man sich dann einfach gut merken oder auch mal Müttern und Vätern selber vermitteln darüber. Achso, jetzt muss ich hier, Moment, ich muss hier irgendwas tun. Irgendwas muss ich hier anschalten. Der Kollege hat jetzt, glaube ich, das Mute muss weg, richtig? Moment, ich mache schon nochmal an. Jetzt vielleicht? Ah. Die Nervenzellen oder Neuronen von Kindern sind wie Äste, die da. Nochmal. Vorhin hat er das doch gemacht, ja, oder? Ja, Moment. Immerhin. Vielleicht will er das nicht mit dem Vollbild. Soll ich das mal wegmachen? Ja, das ist ein Phänomen. Man müsste da bei den Einstellungen den Bildschirm. Soll ich helfen? Danke. Ja, gerne. Bei Monitoren, gell? Genau, so müssen wir jetzt auf anordnen und dann zusammen, ne? Super. Ah, wunderbar. Ja. Sehen Sie, in Österreich geht alles leichter. Ich sag's Ihnen. Super, vielen Dank. Und dabei sind zu wachsen und sich untereinander immer stärker zu verbinden. Währenddessen werden im selben atemberaubenden Tempo andere Äste und ihre Verbindungen gekappt. Also das passiert halt am Anfang ganz arg. Man hat wohl anderthalb mal so viele Verschaltungen zu Beginn, die so ganz gleichmäßig sind, davon müssen auch ein paar absterben. Und dieser ganze Prozess des Aufbauens und Abbauens, der ist halt hoch umweltsensibel. Ja? Je nachdem, was in dieser Zeit passiert, es ist eben in der frühen Zeit besonders, besonders stark, wächst oder zieht sich dieses Zeugs eben zurück. Wenn wir größer werden, entwickeln sich also gleichzeitig unterschiedliche Aspekte unserer Persönlichkeit. Dieses unermüdliche Entstehen und Absterben im Gehirn eines Kindes wird von der Umwelt der Kinder und ihren Reaktionen darauf beeinflusst. Bestimmte Erfahrungen in der Kindheit können also bewirken, dass sich bestimmte Charakterzüge ausprägen, wie Sie gleich sehen. Erfahrung als Kind die Persönlichkeit beeinflusst, kann man mit den Spuren vergleichen, die Kinder in einem Weizenfeld hinterlassen. Haben Kinder etwas Neues erlebt, bilden sich zwischen den Neuronen in ihrem Gehirn neue Verbindungen. Diese Verbindungen verstärken sich zu Bahnen,
die nicht nur Einfluss darauf haben, wie sich die Kinder jetzt verhalten, sondern auch in ihrem späteren Leben. Ganz wenige dieser verschärften Bahnen, wie auch die erste Spur im Weizenfeld, noch nicht deutlich zu sehen ist. Machen wir aber als Kinder häufiger dieselbe Erfahrung, entwickelt sich daraus ein Verhaltensmuster und es schleifen sich bestimmte Bahnen in unserem Gehirn ein. Schließlich wird aus einer Bahn das Äquivalent einer Schnellstraße. Ein neues Merkmal unserer Persönlichkeit hat sich geformt. Gut, nur so als Bild. Ich finde es einfach ein sehr schönes Bild und man kann es wirklich auch gut mit Klienten und Klientinnen besprechen, sodass man so ein bisschen deutlich macht, dass es eben, naja, letztendlich so ein bisschen kommt es auf jede Situation an. Soll jetzt nicht den Druck machen, man darf nie einen Fehler machen, das geht natürlich nicht. Aber jede Situation wirkt auf ihre Weise, weil ich kann ja mit jemandem jetzt neue Bahnen hier machen. Nur das ist halt sehr schwierig. Vergleicht es immer damit, dass wenn die dann schon älter sind, also ich habe ja viel im Jugendalter gearbeitet mit Mädchen, dann ist es halt so, als ob die auf einer Auto, aus dem Autobahnring mit 100 Sachen rumrasen. Ja? Und dann sagt man denen, oh, bieg doch mal da rechts über die Leitplanke schnell in den Wald ein. Ne? Weil da ist es viel besser. Stimmt ja auch, es ist wirklich viel besser, aber es ist halt nicht ganz so leicht. Jetzt kann man sagen, gut, jetzt habe ich mich einmal so richtig bemüht, jetzt habe ich da irgendwie total, ich bin mit dem da ganz alleine, ganz lange habe ich was mit ihm gemacht, mich ihm beschäftigt, dann hat er sich doch tatsächlich getraut, mir das erste Mal da und da zu vertrauen. Bin ich mit ihm wahrscheinlich mit einem Jeep, ja, wirklich über diese Leitplanke rechts in den Wald und habe da zum ersten Mal so eine Bahnung gemacht. Das denke ich, na, sollte der doch jetzt eigentlich das nächste Mal, ne? Dann hört man ja immer so in Einrichtungen, na, wenn der nur will, dann kann der, letzte Woche ging es ja auch. Ja, möchte man halt gerne, soll er doch da wieder abbiegen. Strauscht er wieder mit seinem kleinen Polo da, ja, die Autobahn auf und ab und soll da rechts einbiegen, ist immer noch schwierig. Ja, das heißt, sie müssen das wieder und wieder und wieder und wieder und halt umso öfter, umso älter dieses Kind ist. Weil am Anfang ist das Gehirn wirklich so ein bisschen vergleichbar mit dieser Knetmasse, mit Fimo, ja, so ganz weich, man kann da rumkneten, was ganz Ziseliertes und dann wird das irgendwie immer härter und irgendwann, wenn es im Ofen war, dann kann man dann noch mit Hammer und Meißel und Pfeile da dran arbeiten. Das heißt, umso älter die Kinder sind, wenn ich da mit beginne, umso schwerer habe ich es natürlich, was zu verändern. Prinzipiell ist das Gehirn plastisch, aber ich weiß natürlich ganz klar, wenn ich solche Bahnungen lauter solche Bahnen in der Amygdala habe, sogenannte Furchtstrukturen, dann wird dieses Kind, wird dieser Jugendliche natürlich sehr viel mehr mit Furcht, mit Angst, mit negativen Reaktionen später reagieren, als ein Kind, was diese Strukturen hier alle schön im Vorderhirn hat und damit kompliziert denken und fühlen und differenziert entscheiden kann. Das ist eine völlig andere Situation. Das heißt, Traumafolgen, das finde ich auch nochmal ganz wichtig, oder ich finde es zumindest auch für Betroffene in der Arbeit mit ihnen in der Praxis total wichtig, sind eigentlich ganz normale Reaktionen auf aber abnormale vorherige Ereignisse. Das ist schon was, was sehr hilft, weil es einfach dem Verständnis dieser seltsamen Reaktionen hilft. Sich zu schneiden zum Beispiel ist nach wie vor was, was durch kein Medikament wirklich ersetzt werden kann. Das bringt sozusagen sofort das Cortisol runter, es vermindert den Druck, man hat irgendwie das Gefühl von Schuld entlastet zu sein, vielleicht gibt es eine neue Entwicklung, die ich nicht kenne, aber bisher war das zumindest so. Es erfüllt ganz viele Funktionen im ersten Moment, hat natürlich dann später auch negative Konsequenzen, aber ist eben sozusagen eine gute Möglichkeit. Das heißt, es ist gleichermaßen kreativ wie destruktiv, weil natürlich möchten die dann später auch nicht ihre ganzen zerschnittenen Arme haben, wenn sie aus dem ganzen Schlamassel irgendwann dann vielleicht doch rausgekommen sind. Aber ursprünglich ist es ein Schutz. Wilma Weiß, die Gründerin der Traumapädagogik, spricht vom Konzept des guten Grundes. Es gibt immer einen guten Grund, warum sich ein Kind so oder so verhält. Nehmen wir dieses berühmte Beispiel, es täuscht irgendeinen Missbrauch vor. Das ist ja so der Horrortrip von jeder Einrichtung, ja. Das kann sein, dass das Kind es vortäuscht, aber es gibt irgendeinen Grund, warum das Kind sowas vortäuscht. Und diesen Grund sozusagen, der ja doch massiv sein muss in so einem Fall, da ist es eben wichtig, der Sache nachzugehen. Und nochmal ganz wichtig für die frühen Hilfen, das heißt, Trauma oder traumatische Reaktionen müssen immer als Ergebnis von einem ganz komplexen Entwicklungsgeschehen betrachtet werden. Man hat ja früher immer so das Gefühl gehabt,
man versucht Checklisten zu finden. Als ich zum Beispiel angefangen habe, studiert habe, gab es noch Checklisten für Symptome, die sexuellen Missbrauch anzeigen sollen. Das funktioniert natürlich überhaupt nicht. Ja, weil es gibt natürlich nicht genau die und die und die Folge. Was Sie vorhin gesehen haben bei der ACE-Studie war ja auch nicht, Missbrauch macht genau das und das und das und das, sondern Trauma insgesamt kann ein riesiges Spektrum an Folgeerscheinungen hervorrufen. Das heißt, es gibt nicht sowas wie, das eine macht genau das andere und umgekehrt, sondern was es gibt sowas wie einen Verlauf im Leben, dass man sozusagen am Anfang während der Traumatisierung bekommt man das bewusst schon sehr stark mit und häufig kommt es dann ein bisschen zu so einer Schlummerphase. Das heißt, viele Jugendlichen gerade sind in einer Phase, wo sie nichts damit zu tun haben wollen, wo sie manches auch tatsächlich vergessen haben, wo das amnestisch wird, sagt man, wo sie das stark vermeiden. Heißt leider nicht, dass es da keine Symptome gibt. Kann heißen, dass die Symptome besonders heftig sind, ja? Dass sie aggressiv sind, dass sie autoaggressiv sind. Häufig kommt es, man kann auch 90 werden und kann hier sterben. Das betrifft viele unserer Nachkriegs-Großeltern inzwischen wahrscheinlich, als die jetzt gerade auch in die Altersheime kommen und bald sterben werden, wo ich es katastrophal finde, dass es so wenig Pflegekräfte gibt, die eine gute Ausbildung dafür haben, weil das, glaube ich, sehr verunsichernd ist für beide Seiten, damit konfrontiert zu sein, wenn zu dem Zeitpunkt dann was hochkommt. Dann kommt es sozusagen an irgendeinem Punkt häufig dazu, dass doch Erinnerungen auftauchen, dass Menschen sich beschäftigen damit, dass in irgendeiner Form eben was hochkommt. Leider nimmt dann die Belastung nicht ab, sondern sie nimmt dann zu. Wir meinen, Sie haben dann Jugendlichen, dann wird es so sein, dass in der Situation es noch schlimmer wird. Das habe ich ganz oft erlebt in unserer stationären Einrichtung. Dann haben die immer gesagt, na, ihr habt gesagt, wenn wir erstmal raus sind aus dem Gewaltsystem, wird alles besser. Stimmt gar nicht, jetzt bin ich 8 Wochen hier, mir geht es viel schlechter als je zuvor. Und es stimmt, weil subjektiv steigt in dem Moment die Belastung. Das ist genauso, wenn Sie einen Todesfall erfahren, dann sind Sie erstmal vielleicht, können Sie noch irgendwie so drüber wegarbeiten und dann 3 Tage später, wenn Sie auf die Beerdigung fahren oder mit jemandem telefonieren, dann kommt das alles hoch und dann kommt die Trauer, dann kommen die Tränen und so weiter. Dann irgendwann, wenn man es durcharbeitet, kann es besser werden. Das ist ja das Prinzip der Psychotherapie. Nur die Frage ist, wer diesen Zustand hier überhaupt erreichen kann. Wenn es Kinder und Jugendliche gibt, die so schwer und so häufig traumatisiert worden sind, ist es sehr, sehr schwer, das zu erreichen. Zumal unter Umständen diese Schädigungen in den ersten 2, 3 Jahren stattgefunden haben, die man sowieso nie erinnern kann. Was will man da durcharbeiten? Also von daher ist es sehr, sehr schwierig, an diesen Punkt überhaupt zu kommen. Und Kailson, inzwischen verstorben vor 2 Jahren, hat was sehr, sehr Interessantes nachgewiesen, hat nämlich jüdische Kinder untersucht, die damals gerettet worden sind, deren Eltern aber tot sind, die dann in Holland versucht wurden, fremd unterzubringen, in Kinderheime, aber auch in Pflegeverhältnisse, und hat festgestellt, dass diese Kinder gesagt haben im Nachhinein, dass zwar diese Ausgangstraumatisierung sehr schlimm war mit dem Verlust der Eltern, aber fast noch schlimmer war für sie dieses wieder und wieder und wieder und wieder danach traumatisiert werden, wieder und wieder in Stigmatisierungsverhältnisse kommen, wieder und wieder diskriminiert zu werden, wieder und wieder sozusagen als Juden beschimpft worden zu sein. Das nannte er die sogenannte sequentielle Traumatisierung, und das ist ganz wichtig für frühe Hilfen. Das heißt, es zählt nicht nur das Ausgangstrauma, es zählt ganz stark, was im Lauf des Lebens weiter passiert. Das heißt, wir haben richtig viele Einflussmöglichkeiten auf das Traumaspektrum. Wir haben nämlich einerseits das Ausmaß der Schädigung. Das geht sozusagen von Typ 1 zu Typ 2 Trauma über in Persönlichkeitsstörungen und irgendwelche multiplen Geschichten und dann eben dissoziative Identitätsstörungen, umso mehr Trauma ich erfahren habe. Aber was eingreift auf dieses Spektrum, ist das Ausmaß an Unterstützung. Und das mindert sozusagen die Traumaqualität. Das heißt, ich kann eventuell, oder ich mache wieder dieses provokante Beispiel, was ich häufiger mal mache, ich werde vergewaltigt, hier irgendwo in dieser Gesellschaft, ich komme nach Hause, mein Partner, meine Partnerin glaubt mir sofort, wir gehen zusammen in die Klinik, ich werde untersucht, es werden Spermaspuren nachgewiesen, der Täter wird gefasst, ich weiß genau, dass sozusagen er für die nächsten Jahre eingesperrt ist, ich bekomme Therapie, ich kann mich weiterentwickeln. Das ist immer noch traumatisch. Ich werde immer noch eine PTSD, eine posttraumatische Belastungsstörung entwickeln, weil das einfach, Vergewaltigung ist eine sehr, sehr tiefe Form der Traumatisierung. Aber es ist völlig anderes als
vergewaltigt werden in einem Kriegsgebiet. Ich kann nicht mal nach Hause zurück, weil ich weiß, dass ich da geschmäht werde. Ich komme in ein Vergewaltigungslager. Ich bekomme von dem Vergewaltiger ein Kind. Ich muss weitere Frauen erleben, die vergewaltigt werden. Ich weiß gar nicht, ob ich jemals dort wieder rauskomme. Ich suizidiere mich wahrscheinlich, ja, oder auch nicht. Aber Sie verstehen schon, das ist eine völlig andere Situation. Das heißt, die Umgebung, das, was mit mir passiert, das, was nach diesem Ursprungstrauma, die sogenannten posttraumatischen Schädigungen, spielen eine ganz große Rolle. Und das ist natürlich eine wahnsinnige, wichtige Message für uns mit frühen Hilfen. Ja, das, was da danach passiert, nach dem Ausgangserlebnis, ist total wichtig. Inzwischen auch schon Studien, die das auf anderer Ebene, finde ich, beeindruckend nachweisen. Man kann inzwischen zeigen, dass in Israel, wo ja permanent immer wieder Bomben einschlagen, man hört immer viel die Gegenseite, das ist natürlich auch wahr, aber diese Seite gibt es auch. Und da kann man gut zeigen, dass diejenigen, also dass der Bombeneinschlag ist ja dann gleich in irgendeiner regionalen Gegend, und bei diesen Menschen dort drumherum kann man gut zeigen, dass nicht etwa die sozusagen, die irgendwelche Medikamente nehmen oder was weiß ich, bessere Ergebnisse zeigen, sondern die, die sozial gut eingebettet sind. Von der sozialen Einbettung hängt dann die Höhe der Traumatisierung ab. Beim gleichen Ereignis. Das ist immer ein beeindruckendes Ergebnis. Das heißt, soziale Unterstützung, soziale Einbettung, Bindung, Beziehung hilft. Wenn nämlich das nicht da ist oder zu wenig da ist, dann entwickelt sich sogenannte Traumaentwicklungsstörung oder komplexe posttraumatische Belastungsstörung. Da wird gerade sehr gekämpft, ob die in die neuen Schlüssel reinkommen. Es wird ja gerade, das DSM-5 ist gerade rausgekommen. Das ICD-11 wird in anderthalb, zwei Jahren wahrscheinlich rauskommen. Es ist ganz arg gekämpft worden, dass in das DSM-5 die komplexe posttraumatische Belastungsstörung als Störungsbild reinkommt, neben der sogenannten einfachen posttraumatischen Belastungsstörung. Ist aber nicht gelungen. Aus dem Grund, den Sie hier auch gut erkennen können, das ist halt schon ein ganz schöner Kuddelmuddel an Störungen. Was ist es denn nun? Ist es nun eine Sucht? Ist es nun eine Persönlichkeitsstörung? Was immer. Das Problem ist aber, diese Kinder, Jugendlichen, Erwachsenen haben tatsächlich viele dieser Probleme. Ja, sie haben dann so einen ganzen Komplex. Man spricht auch von Komorbiditäten. Das ist, wenn sozusagen wenig Positives eingreift und wenn sich das immer mehr entfaltet und immer komplexer gestaltet, immer mehr sekundäre oder sequenzielle Traumatisierungen dazukommen, dann entsteht dieses komplexe traumatische Bild. Gut, soweit zum Trauma. Und Sie Fragen, Ergänzungen, Korrekturen, Anregungen? Ja, was ist nun damit Resilienz? Hört es sich jetzt gerade nicht so resilient an? Wie kann man es sozusagen schaffen, trotz einiger der Symptome Ressourcen zu entwickeln? Also erstmal, was ist das überhaupt? Man spricht, das kommt ursprünglich aus der Physik, man spricht von Spannkraft, Elastizität, Strapazierfähigkeit, es ging eigentlich um Materialien ursprünglich mal. Es gab dann ganz unterschiedliche Ansätze in der Resilienzforschung am Anfang, die eher von irgendwelchen angeborenen Faktoren ausgegangen ist. Am Anfang, also Persönlichkeitseigenschaften, genetische Dispositionen, hat sich heute sehr gewandelt in ein Konzept, wo es um das Werden, resilient werden, also nicht resilient sein, sondern resilient werden betrifft. Das heißt eben sehr viel stärker auf die Bedeutung auch der Umwelt. Also letztendlich die Fähigkeit, Ressourcen erfolgreich zu nutzen, Entwicklungsaufgaben zu bewältigen, die ich aber erlernen kann, die mir sozusagen von der Umwelt beigebracht oder die man mir angedeihen lassen kann. Das heißt, Resilienzforschung beschäftigt sich eben mit Gründen, warum Kinder unter widrigen Bedingungen trotzdem gesund bleiben, wie man diese Unterstützung geben kann oder wie man diese Entwicklung unterstützen kann und wie man das eben schaffen kann, mit schwierigen Situationen gut umzugehen. Das, was ich vorhin gesagt habe, war ernst gemeint. Man hat festgestellt, dass es keineswegs so ist, dass Kinder, die gar keine oder wenig Erschütterung erleben, gesünder werden. Das ist ein provokantes Beispiel dafür. In den 60er, 70er Jahren gab es ja ganz viele Bewegungen, die versucht haben, Kinder möglichst mit nicht so viel Grenzen, mit nicht so viel Rigidität, mit nicht so viel, mit ganz viel Freiraum, mit ganz viel eigenen Entwicklungsspielraum zu betreuen. Man hat vermutet, dass dadurch Kinder besonders stark werden. Und das kann man in dieser Generation nicht wirklich feststellen,
sondern man ist eher zum Ergebnis gekommen, dass es ganz im Gegenteil dazu sogar wichtig ist, dass bestimmte Erschütterungen, Herausforderungen, Grenzsetzungen, Konfrontationen erforderlich sind, um Kinder stark zu machen. Man kann es ganz provokant sagen, dass es ein gewisses Maß an Traumatisierung braucht, damit jemand stabil wird. Das wollen wir vielleicht nicht übertreiben, aber es braucht zumindest wirklich starke Herausforderungen. Da wird viel gerade dran rumgebastelt. Das ist ein interessanter Forschungsstrang. Aber es ist eben die Frage, warum sie es trotzdem schaffen, sozusagen, warum es einige schaffen, trotzdem gesund zu bleiben und einige nicht und ab wann das eben kippt und welches Ausmaß jetzt eben gesund ist. Man hat es an einer ganz, ganz extremen Gruppe im Grunde entdeckt. Es gibt zumindest Vorläufer. Der Vorläufer ist Antonovsky, haben Sie sicher schon mal gehört. Der Sense of Coherence, der hat eine Stichprobe gehabt von Frauen, die Birkenau überlebt haben, das Konzentrationslager überlebt haben, und hat geschaut, was zeichnet die eigentlich aus? Und ist dabei auf diesen Sense of Coherence gekommen. Ist nicht zu vergleichen mit Kohärenz, lässt sich nicht gut übersetzen. Es geht um drei Faktoren. Sie haben das Gefühl gehabt, dass sie noch einigermaßen verstehen, was da passiert, wie immer sie das gemacht haben, dass es einigermaßen handhabbar ist, mit dem Alltag zurechtzukommen. Und sie haben sich bedeutsam genug gefühlt. Das ist mal sehr runtergebrochen. Und aus diesen Entwicklungen heraus sind andere Entwicklungen entstanden und es gab dann noch eine weitere recht bekannte Studie, das ist die Kauai-Studie, eine recht bekannte Studie von der Emmy Werner, die hat bei 698 Kindern gezeigt, in einem Abschnitt auf einer Insel, wo es ganz, ganz viel chronische Armut und so weiter gab, dass es einige Kinder gab, die das wesentlich besser verkraftet haben als andere Kinder. Und diesem Phänomen ist sie sehr konsequent nachgegangen und hat dazu geforscht. Daraus sind dann allerdings viele Modelle entstanden, wie Sie sich vorstellen können. Da gibt es unglaublich viel heterogene Literatur. Deswegen habe ich jetzt mich eher darauf begrenzt, Ihnen einfach ein paar wenige Faktoren nochmal zu versuchen, deutlich zu machen. Wer sich sehr viel damit beschäftigt hat, ist neben der Ute Ziegenheim, die ich auch noch nennen werde, Klaus Fröhlich-Gildhoff und seine Kollegin Frau Renau-Böse, die haben sehr viele Studien dazu gemacht und die haben festgestellt, dass man als Faktoren für Resilienz die Selbst- und Fremdwahrnehmung bezeichnen kann, also wie gut es gelingt, sich selbst und andere wahrzunehmen, wie gut man sich selbst steuern kann, wie selbstwirksam man sich fühlt, wie gut man eben sozial kompetent ist, wie man mit Stress umgeht und wie man Probleme löst. Das heißt, das alles sind Fähigkeiten, die ich stärken kann bei Kindern und Jugendlichen, um ihnen die Möglichkeit zu geben, in Zukunft resilienter mit irgendetwas umzugehen. Mal ganz unabhängig von dem, was passiert ist und so weiter. Das finde ich das Schöne am Resilienzkonzept. Das geht nicht so stark von der Ursache aus, dass ich sozusagen ganz genau wissen muss, was ist da gewesen. Verstehen ist zwar wichtig, dass da was war, aber ich muss nicht unbedingt genau wissen, was da war, sondern ich kann ganz gezielt bestimmte Faktoren eben fördern. Wir kennen auch alle die typischen Risikofaktoren, die sich eben beziehen auf unsicheres Bindungsverhalten, unsichere Bindungseinbettung als wichtigster Faktor, aber eben auch Disharmonie oder Gewalt in der Familie, irgendwelche Krankheiten, wieder mal Armut oder Reichtum und fehlende Selbstprägnanz und umgekehrt die Risikofaktoren, und das kann man umdrehen als Schutzfaktoren, dann ist es natürlich alles positiv gesetzt. Hier spielt die Intelligenz noch eine Rolle, wobei ich da ein bisschen skeptisch bin. Ich habe in der Jugendhilfe auch genau das Gegenteil erlebt. Ich habe auch erlebt, dass besonders intelligente Kinder und Jugendlichen besonders intelligent darin waren, wie sie sich schädigen können. Also ich weiß nicht, wie das andere erlebt haben, wie lange in dem Bereich gearbeitet haben. Aber immerhin sind natürlich kognitive Fähigkeiten eine Chance, wie ich aus bestimmten Situationen mich heraus entwickeln kann. Wenn man sich diese Literatur anschaut, dann gibt es eigentlich immer und immer und immer wieder einen Aspekt, und ich habe ihn auch heute ganz oft gehört, den wir, glaube ich, in den frühen Hilfen einfach auf Nummer 0,0001 setzen müssen. Und das ist dieser Schutzfaktor mit dieser direkten Begleitung. Ja, sozusagen die Bindung, die Beziehung. Alle haben das anders genannt. Alexander und French haben es schon eben emotional korrigierende Erfahrung genannt. Bowlby hat sichere Basis genannt. Winnicott hat es. Es gibt tausend sozusagen Begrifflichkeiten dafür, was man tun kann. Das gilt sozusagen immer und überall. Und jetzt wissen Sie auch, warum die frühen Hilfen dafür so wichtig sind.
wann es da die Möglichkeit gibt, die Bezugspersonen zu beeinflussen, dass sie das besser bieten können. Und zugleich, das möchte ich aber nicht gegeneinander ausspielen, auch als Bezugsperson in dem Moment tätig zu werden. Man weiß, dass Kinder, die in ganz desolaten Verhältnissen groß werden, eine einzige schützende Inselerfahrung brauchen, um sich wesentlich besser zu entwickeln, als man ihnen das zutrauen würde in diesen Verhältnissen. Das heißt, eine einzige schützende Person, die da ist, und die kann auch mal wechseln, sie sollen nicht dauernd wechseln, aber sie kann auch einmal wechseln, wenn es gut übergeben wird, bedeutet einen unheimlichen Entwicklungsvorsprung für dieses Kind. Deswegen unterschätzen Sie nicht, wenn Sie als Familienhelferin, wenn Sie als Einzelfallhelferin, was immer, ja, diese frühen Hilfen jetzt, die wir gehört haben, unterschätzen Sie nicht, was das bedeutet, wenn Sie in dieser Familie sind. Aber Ihre Präsenz, dieses Ordnende, dieses Relativierende, diese Alternativerfahrung, diese Art und Weise des Umgangs kann unglaublich viel ausmachen. Gehört zu den zentralen Grundbedürfnissen, ist modernere Forschung. Also dieser Faktor wird wieder und wieder und wieder, überall wird der herausgestellt, wie bedeutsam der ist. Ich möchte das deswegen nochmal erklären. Ich finde es einfach wichtig, dass man das evolutiv auch nochmal versteht. Das hat einfach was damit zu tun, dass wir Säugetiere sind und dass der Sprung zum Säugetier einfach ein ganz beeindruckender war. Dass nämlich von so und so viel tausend Eiern auf 10 trotzdem ein Entwicklungsvorsprung dabei rausgesprungen ist. Es muss ja Gründe haben, sonst kann das ja nicht ganz sein. Also es ist ja nun 1000 Eier sind ja nun doch ein paar mehr als 10. Das funktioniert nur deswegen so gut, weil Säugetiere was ganz Wichtiges entdeckt haben. Alle Tiere vorher konnten sich im Grunde nur weiterentwickeln, indem es irgendwann eine Mutation gab, ganz zufällig, und diese paar Schildkröten besser angepasst waren an ihre Umgebung als die anderen. Und deswegen die sich weiter vermehrt haben. Das ist natürlich ein ganz langsamer Prozess. Es gibt meinetwegen eine Klimaveränderung oder eine Nahrungsveränderung und dann bleiben ein paar Schildkröten übrig und sozusagen so geht es weiter. Während bei den Säugetieren konnte sozusagen der erwachsene Löwe meinetwegen, ja, dem kleinen Löwen sofort zeigen, wie man besser jagt. Auf der Stelle. Das heißt, die Nachkommen können auf der Stelle sich an bestimmte Dinge besser anpassen, als das eben die vordere Generation konnte. Und das ist natürlich eine Beschleunigung, also eine unendliche Beschleunigung. Und die geht aber nur zu einem Preis, nämlich, dass es dieses Verhältnis auch wirklich gibt. Ja? Die geht nur zu diesem Preis von dieser intensiven Brutpflege, von dem intensiven Kontakt. Es geht sozusagen nicht ohne diesen Kontakt. Ich finde, dann wird auch nochmal verständlicher, warum Kinder eher die eigene Zerstörung wählen, als sozusagen den Verlust einer Bindungsperson. Eine Bindungsperson ist existenziell, evolutiv, tief eingeprägt, total notwendig. Ohne dem geht es einfach überhaupt nicht. Und es ist wieder so ein Punkt für die frühen Hilfen. Das heißt, es ist eigentlich wahnsinnig wichtig, Bezugspersonen, sofern sie da sind, dabei zu unterstützen, dass sie das hinkriegen. Weil das so ein zentraler Prozess ist, der sich ganz schlecht durch was anderes ersetzen lässt. Ich kann als Alternativperson mitmachen, dabei sein. Ich kann es auch ersetzen, wenn es sein muss. Aber es ist natürlich noch besser, wenn ich es schaffe, diese Konstellation zu halten. Das heißt nochmal, man muss also Entwicklung und Resilienz immer in dieser Spanne sozusagen sehen. Ja? Dass im Grunde an mich Anforderungen gestellt werden, so wie ich vorhin sagte, es ist auch gar nicht gut, wenn keine Anforderungen gestellt werden. Ich werde dann nicht stark, ich werde nicht stabil. Und wenn dann sozusagen bestimmte Kompetenzen für mich vermittelt werden, mit mir gemeinsam gelernt wird, Probleme zu lösen. Wieder denken Sie an dieses Beispiel vorhin mit diesem Kind. Ja, das Problem wird damit an dieser Stelle gelöst. Und so lernen Kinder sozusagen mehr und mehr dieses Problem zu lösen. Und dann entsteht Bewältigung und dann entsteht dieser Entwicklungsvorteil. Und genauso entwickelt sich auch Resilienz, kein anderes Prinzip. Darüber sozusagen kann ich Resilienz stärken. Das heißt, indem ich ganz konkret in diese Familie gehe, mir anschaue, was da an Konflikten, an Schwierigkeiten immer wieder schiefläuft, indem ich alternative Modi anbiete, um diese Probleme zu lösen, um auf die Situation zu reagieren, um diese Situation anders zu gestalten, dann kann eine Bewältigung möglich werden und dadurch Resilienz wachsen. Situation für Situation für Situation oder Szene für Szene für Szene. Und das sagen Ihnen Erwachsene später auch. Ich habe ja viele, viele Interviews gemacht. Ich mache ja sehr viel sogenannte Adressatinnenforschung.
wo ich Kinder, Jugendliche, Erwachsene frage, wie sie ihren Hilfeverlauf erlebt haben. Und die sagen ihnen das auch. Da war mal eine Kindergärtnerin. Die hat mit mir wirklich geredet. Ich habe ihr damals nicht mal was gesagt, aber das habe ich immer behalten. Die war immer wie so eine innere Instanz. Ja? Oder da war mein Großvater, der ist zwar ganz früh gestorben, den habe ich dann immer behalten in mir. Oder die Einzelsituationen, ja, können die sich im Endeffekt behalten. Oder die andere frustrierende Geschichte, die ich uns allen nicht wünsche. Ich habe eine Studie gemacht mit immerhin 25 Interviews und von den 25 Interviews oder 25 Personen hat nicht bei einer einzigen Person das Hilfesystem gegriffen. Es sind alles früher Missbrauch gewesen. Es gab nicht eine Person, die in irgendeiner Form von außen diesbezüglich angeboten als Kind Hilfe bekommen hat. Es sind alle durchs Netz gerutscht. Das ist natürlich schon eine Weile her. Ich will hoffen, dass es der Vergangenheit angehört. Aber ich will das einfach nur sagen, weil man glaubt ja immer, wir sind ach so überall präsent. Das ist nicht unbedingt so. Wir finden viele Fälle nicht auf. Das heißt, wir können da durchaus noch dran arbeiten. Gut, was heißt das jetzt? Wenn man es ganz kurz fasst, dann haben wir das heute eigentlich an ganz vielen Stellen gesagt, dann geht es wirklich um diese sogenannten, ich sage immer, schützenden Inselerfahrungen. Es muss uns gelingen, schützende Inselerfahrungen zu produzieren. Und da gibt es für mich einen wichtigen Unterschied zur Psychotherapie. In der Psychotherapieforschung haben wir das ja tausendmal belegt. Aber ich finde, dass die Psychotherapie viel zu sehr von dieser Dyade ausgeht. Ja? Patient, Therapeut. Und ich denke, dass wir in der Jugendhilfe, in den frühen Hilfen, in allem, was sozusagen mehr umfeldorientiert ist, auch wirklich das ganze Umfeld mitdenken. Das heißt, wir müssen sichere Orte, sichere Netzwerke, sichere Einbettung produzieren. Und das ist tatsächlich ganz schön kompliziert. Wir reden immer alle so viel von Netzwerken, aber ich frage mich, wer wirklich Netzwerkparameter kennt? Wer hat von Dichte, Größe, Reziprozität etc. wirklich eine Ahnung? Wer lebt das wirklich? Wer setzt das wirklich in der Arbeit um? Da gibt es so viele Dinge, die wir gar nicht nutzen, obwohl wir wissen, wie wichtig das ist. Wir haben heute schon zur Kooperation gehört, was eine gute Kooperation wirklich ausmacht. Ich glaube, dass wir viel mit Schlagwörtern arbeiten, aber die ganz wenig wirklich durchdeklinieren und auch die Ressourcen für die Umsetzung dieser Schlagwörter ganz häufig nicht bereitgestellt werden. Und dann funktioniert es natürlich nicht. Dann reden wir dann davon, dann tun wir das einfach nicht. Zum Beispiel eben frühe Hilfen. Winnicott hat das schon klasse ausgedrückt. Es gibt nicht so ein Ding wie ein Baby. Ja? Es gibt nie ein Baby. Es gibt immer Baby in Kontext. Ja? Das heißt, wir müssen auch Kind in Kontext behandeln. Ute Ziegenhain, habe ich vorhin schon kurz genannt, hat genau das gesagt, was Sie offenbar auf der Tagung jetzt auch vor ein paar Tagen so deutlich betont bekommen haben. Es muss niedrigschwellig und breit angelegt sein, sonst funktioniert es nicht. Es gibt eine ganze Reihe von Meta-Analysen inzwischen schon. Das ist somit die statistisch komplexeste Auswertungsform aus mehreren Studien, die man machen kann, um Ergebnisse zu erzielen. Und da hat man als Kriterien, das ist jetzt eh zum Teil schon gefallen, aber soll man bestätigen, herausgefunden, also diese Programme müssen theoretisch begründet sein, sie müssen multimodal sein, sie müssen an der natürlichen Lebenswelt anknüpfen und konkret verhaltensorientiert sein. Es braucht Manuale, man muss trotzdem flexibel damit umgehen. Das heißt auch, die Ausbilderinnen und Trainerinnen müssen natürlich gut geschult sein, aber auch während der Durchführung mit den Kollegen und Kolleginnen dabei unterstützt werden. Länger anhaltende Dauer wirkt in der Regel besser und man braucht, habe ich auch schon vorhin gehört, kulturelle Adaptionen und natürlich immer sorgfältige Evaluationen. Und was mir heute auch nochmal sehr ins Auge gefallen ist, ist einfach, wie wichtig dieser bifokale Ansatz dabei ist. Wie wichtig es ist, dass wir einerseits soziale Unterstützung bieten und andererseits auch wirklich die Hilfen, die einfach stark ins Psychosoziale reingehen. Und ich würde noch dazu setzen, in vielen Fällen bei den frühen Hilfen ist es wichtig, dass das aus einer Hand kommt, dass diese Kompetenz, sowohl administrativ, sozial tätig zu werden, als auch psychosoziale Fachkraft zu sein, aus einer vertrauensvollen Hand kommt, die dann weitere Hände beiziehen kann, aber wo wirklich eine Verbindung da ist. Ich habe das vorhin gerade in der Pause erzählt, mit dem beeindruckendsten Ergebnis, was ich hatte bei einem Daphne-Projekt vor kurzem mit Frauen aus dem Frauenhandel,
die immer nicht raus wollen aus ihren Netzwerken, angeblich nicht raus wollen aus ihren Netzwerken, den dann irgendjemand anbietet von der Polizei, ach wissen Sie, wir haben hier ein ganz tolles System und Sie bekommen dann den Aufenthaltsstatus und der Richter wird für Sie eintreten und so weiter. Und die lösen sich nicht raus aus ihren Zuhälternetzwerken. Und wenn man die fragt, was wir gemacht haben, dann sagen die, naja, also ich habe keine Ahnung, wer das da ist. Ich kenne die da alle gar nicht. Mein Zuhälter kenne ich, da weiß ich genau, was mich erwartet und was los ist und was negativ und was positiv ist. Da bin ich zumindest auf der Ebene sicher. Während Frauen, die es geschafft haben, sagen, naja, ich habe die Richterin kennengelernt, die hat mir wirklich Vertrauen eingeflößt und da war meine Frauenhaussozialarbeiterin und die hat mich bei allem begleitet. Da habe ich dann wirklich Vertrauen gekriegt. Das heißt, es kommt darauf an, dass es uns gelingt, dieses Vertrauen wirklich herzustellen als Zentralstelle. Deswegen vorhin diese Case-Management-Geschichte beeindruckt mich, aber nur dann, wenn sie diese Vertrauensperson darstellt. Ich denke, das muss man dann schaffen. Das heißt, es muss sozusagen eine Funktion sein, die nicht nur technisch die Hilfen koordiniert, sondern tatsächlich als Vertrauensperson dann auch wirkt. Deswegen bifokale Hilfe und bifokal denken ist gar nicht so leicht. Deswegen sind die Disziplinen auch immer so hübsch in ihrem Kästchen und machen das eben in der Regel immer anders. Naja, das hat eigentlich im Grunde vorhin schon Dr. Tatzer gesagt. Wir hatten ja dieses Buch gemacht, Professor Homfeld und ich, und fanden es sehr spannend. Und da kam eben genau das Gleiche raus. Kooperation ist nicht gleich eine echte Kooperation. Echte Kooperationen haben ganz schön große Ansprüche und sind ganz schön teuer. Und da muss man sich auch gut Gedanken machen, wo ist diese Möglichkeit da und muss auch wirklich klar Stellung beziehen, inwiefern man das auch wirklich leisten kann. Also wirklich ein gemeinsames Zielverständnis zu entwickeln, gemeinsame wissenschaftliche Referenzbezüge zu akzeptieren, ja, und nicht nur immer in seinen einzelnen disziplinären Verhaftungen zu bleiben und so weiter und so fort, ist ganz schön schwer. Als Qualifikationsprinzip, und da bin ich auch gleich fertig, geht es also darum, gute Bindungs- und Beziehungskompetenzen zu haben. Dazu gehören meines Erachtens auch Kenntnisse zu sozialen Netzwerken und sozialer Unterstützung. Und wie gesagt, ich glaube, wir handeln das viel zu schlagwortartig ab. Da gibt es viel, 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 was man können und kennen kann. Da kann man sich tot lesen und einfach einarbeiten. Fachkompetenz zu bestimmten Störungsbildern, da gehört Trauma für mich auf jeden Fall dazu. Systemkompetenz, aber auch immer wieder die Möglichkeit, personelle Vielfalt zu nutzen und disziplinäre Vielfalt zu nutzen. Dazu muss ich aber trotzdem bestimmte Bereiche dieser anderen Disziplinen kennen. Sonst kann ich auch nie disziplinär arbeiten. Das reicht nicht, indem ich da nur in einem Raum zusammensitze. Ich muss zumindest ein bisschen, Diagnostik ist ein gutes Beispiel. Ich muss eben auch als Sozialarbeiter was vom ICD verstehen, sonst funktioniert es nicht. Ich muss aber als Psychiater oder Psychotherapeut auch was von sozialer Diagnostik verstehen, sonst funktioniert das einfach nicht. Sonst ist das gegenseitige Verständnis einfach nicht da. Dazu habe ich ziemlich viel gemacht. Wir haben jetzt ein Buch gemacht zu biopsychosozialer Diagnostik in der Kinder- und Jugendhilfe und das war so schwierig und zeigt sich auch in dem Buch noch ab, wie schwierig das ist, die verschiedenen Disziplinen da sozusagen zu kongruenten Prozessen und Abläufen zu bringen und miteinander ins Gespräch zu bringen. Wir hatten einen langen Arbeitskreis, kann ich jetzt stundenlang erzählen, das führt jetzt zu weit, was da so die Win-Situationen und die sehr schwierigen Situationen waren, sich allein zu verständigen miteinander, ja, die verschiedenen Disziplinen. Gut, und Kooperation haben wir schon von gesprochen. Ich will am Schluss nur nochmal eine kleine Motivation zukommen lassen zu einem Fall, den ich erlebt habe und der meinen Studenten, glaube ich, nur noch ein müdes Lächeln abbringt, weil ich ihn wieder und wieder und wieder verwende, weil er so unheimlich komplex ist. Von einer Familie, die 4 Kinder hatte, nachdem der Vater schon mehrere Kinder mit mehreren Frauen hatte, die alle fremd untergebracht waren, sind diese 4 Kinder nicht rausgenommen worden. Sie mögen jetzt alle aufs Jugendamt schimpfen, aber es gab Gründe dafür. Es war ganz, ganz schwierig, in dieser Situation damit umzugehen. Aber es gab wirklich ganz massive Gewalt. Also beide Eltern waren Alkoholiker. Die Kinder hatten alle 4 eine Alkoholembryopathie, das heißt eine deutliche geistige Beeinträchtigung, verringerten Kopfumfang durch den Alkoholabusus der Eltern. Es gab zahlreiche Knochenbrüche. Der kleinste Sohn hat eine Schädelfissur von einer Misshandlung, die Mutter auch, zahlreiche Knochenbrüche. Und trotzdem ist es dem Jugendamt lange, lange, lange nicht gelungen, die Kinder da rauszuholen, weil die Kinder nicht gesprochen haben. Es gab sozusagen keine Möglichkeit,
das in irgendeiner Form nachzuweisen. Dieses Mädchen ist dann nach vielen Jahren, nachdem ihre Schwester dann doch im Krankenhaus irgendwann gesagt hat, sie möchte nicht zurück nach Hause, weil diese Verletzungen eben doch vom Vater kommen, sind dann die zwei weiteren Mädchen, es waren drei Mädchen, ein Junge, die zwei weiteren Mädchen dann fremd untergebracht worden mit diesem Mädchen zusammen. Und das 16-jährige Mädchen war bei uns, das sieht man sieht hier ihre erste Zeichnung bei uns, wo man deutlich sehen kann, wie retardiert sie ist. Man sieht hier ihr soziales Atom, was sie gemacht hat, wo sie sich selber bis 16 Jahre in die Mitte gemalt hat, den Vater und die Mutter, die für sie verständlicherweise bedrohlich sind, und die Geschwister und einen ehemaligen Großvater und hier eine traumatische Situation. Ich will es einfach jetzt mal nur in dieser Komplexität stehen lassen, wenn man sich überlegt, das Mädchen war 16, die Schwester war 14, die andere Schwester war 9, der Bruder war zu dem Zeitpunkt 4. Der Bruder ist zwar nicht zu machen, ihn da rauszuholen sozusagen, bis zum Ende meiner Begleitung von diesem Mädchen. Und diese drei Mädchen haben ganz, ganz, ganz schwere Verletzungen gehabt. Und ich denke, wenn es da ein Konzept gäbe, was viel früher die Familie begleitet, als sozusagen immer nur als Jugendamtsbedrohung wahrgenommen zu werden, weil das war das Problem, die hat total dicht gemacht, diese Familie, die Kinder haben nicht gesprochen, es gab einfach keine Möglichkeit, es nachzuweisen. Und es ist auch wirklich so, also es ist, wie soll man sagen, man neigt ja leicht dazu, dann zu fluchen, aber es gab wirklich keine Möglichkeit. Und ich denke, über eine Möglichkeit, wie wir es jetzt schon ein paar Mal angedacht hatten, begleitend, ich würde immer noch sagen, möglichst allen Kindern eine Begleitung von Anfang an zukommen zu lassen, einige Male, und dann zu gucken, welche Familie braucht Unterstützung und welche nicht, wird sicher eine höhere Möglichkeit bringen, solche Risikofälle auch auf eine Art und Weise begleiten zu können, die eben nicht nur stigmatisierend und kontrollierend wahrgenommen wird, sondern eben auch unterstützend. Und ich habe gerade an dem Fall oft gedacht, was wäre nötig gewesen von den Sachen, die wir heute vielleicht haben, was das hätte verhindern können. Und es gibt zahlreiche solche Fälle, das wissen wir auch alle, die wir erst im Jugendalter aufspüren. Ja, soweit erstmal. Vielleicht können wir jetzt noch ein bisschen diskutieren oder Sie haben noch Fragen oder auch Ergänzungen. Und ich bin sehr gespannt, wie sich jetzt hier alles weiterentwickelt. Bitteschön.